BSTV, Videos aus der Region. Mit einem bunten Programm und einem Talk hat die Stadt Esslingen die Sporthalle Weil nach ihrer Sanierung eingeweiht. So zeigten die künftigen Nutzer wie der SV 1845 Esslingen oder der FC Esslingen, was sie können. Zwar ist die Halle nun auf Normalgröße geschrumpft, doch sind dadurch neue Räumlichkeiten entstanden. Es ist gerade der Breitensport, der von der Halle profitiert. Also ich denke, mit diesem Stück Infrastruktur, 6 Einheiten, die gleichzeitig bespielt werden können und gleichzeitig Bundesliga-tauglich für Hallensportarten, ist das ein wichtiges Stück Infrastruktur für den Sport insgesamt. Motivation, die Kräfte zu bündeln und vielleicht in ein paar breiten Sportarten, Publikumssportarten auch höherrangig zu spielen. Das ist so ein Wunsch, den ich als Oberbürgermeister damit verbinde. Es ist eine wunderschöne Halle. Aber auch Sozialräume, die unter anderem für Schulungen und Fortbildungen von den Vereinen benutzt werden können, sind in der Halle angegliedert. Da wollen wir unsere inklusiven Projekte vorantreiben, wollen Trainerschulungen machen, gemeinsam mit 1845 das betreiben, viele Kooperationspartner einbinden, Fitboxing, Basketball und alle Partner, wie gesagt, die dann Interesse haben, die Räume anzumieten, können dann bei uns ihre Heimat finden. Und noch etwas hat die Mehrzweckhalle zu bieten. Die größte Chance, die sich uns bietet, ist natürlich die Barrierefreiheit der Halle. Wir werden jetzt ganz intensiv in den Inklusionssport eingreifen, zuerst bei den Kleinkindern und werden das dann sukzessive ins Alter hochbringen, dass wir auch für unsere älteren, inklusiv betreuten Mitbürger was anbieten können. Die Sanierung der Sporthalle Weil ist nur ein erster Schritt. Folgt auch die dringende Sanierung der Schelztorhalle. Aber auch rund um die Sporthalle Weil soll ein Sportpark den Vereinssport in Esslingen weiter voranbringen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. 1200 Zuschauern bietet die Halle auf den Rängen nun Platz. Die Gesamtkosten der Sanierung beliefen sich auf 8,9 Millionen Euro, wovon 3,2 Millionen durch das Ministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert wurden. ESTV, Videos aus der Region.